Hallo und grüße euch. Herzlich willkommen zum 1000 Schuss-Test mit der ISSC M22 mit in Türkei. Ich habe diesmal zwei Deutsche unter Führung eines Österreichers praktisch hier zum 1000 Schuss-Test, nämlich den legendären BFG Ganz. Genau. Hallo, grüß dich. Also falsche Hand, aber funktioniert. Ja, so rum. Und den Sigi natürlich, der lädt dann, ups, hier Sigi, hallo, grüß dich. Yamaha Freak. Ja, der lädt dann auch noch den ganzen Schuss-Test hoch auf seinen Kanal. Bei mir gibt es jetzt hier nur eine kleine Zusammenfassung. Wir testen, wie gesagt, die ISSC M22 mit unterschiedlicher Munition. Wir haben drei Magazine zur Verfügung, das heißt, das sind pro Durchgang in etwa 47, 48 Schuss, ja. Weil die Magazine lassen sich meist mit 16 laden, ja. Aber so im Schnitt wird es das sein. 45, 48 Schuss. Ja, genau. Im Schnitt. Das ist die Waffe aus meinem Review, die hat praktisch so an die 50 Schuss durch. Die rechnen wir dazu und ja, wenn ihr noch was sagen wollt, wäre jetzt die Zeit. Ja. Nö. Dann. Wir machen den Schusstest allein deswegen, weil ich habe mit dem Fabian, ehemaliger BF Ganz, schon einen Test gemacht mit den ersten Modelle und da haben wir leider bei 300 Schuss festgestellt, dass der Schlagbolzen bricht. Ich bin mir ganz sicher, dass die Türken jetzt im Moment keinen Mist mehr bauen, sondern dass das doch schon sich eingespielt hat, was die Qualität betrifft, deswegen denke ich, dass das alles rund läuft. Also es sieht schon relativ vernünftig aus, was sie gemacht haben. Wir gucken einfach mal, ja? Also auf M22-Niveau von 2000, wann kam das erste, die erste Serie raus? 2013. Ja, wird hinkommen, ja. Ja, von der Qualität, von der Verarbeitungsqualität ist das nicht mehr ganz so gut, aber ansonsten, ja. Ja, schauen wir mal. Ich war ja nicht ganz zufrieden, weil sie auch ein bisschen gebissen hat, sage ich jetzt mal. Gezinkt, meinst du? Gezinkt? Auswurfstörung? Ja, gebissen, hinten. Der Hammer, ich zeig das nochmal, geht relativ weit zurück. Ach so. Und ich bin ja ein bisschen dicker geworden, vielleicht liegt es daran, weil bei der Alten hatte ich die Probleme nicht. Aber wir schauen einfach mal. So, und dann geht's los. Jo. Normalerweise würdet ihr jetzt hier den Schusstest ziehen. Den seht ihr auch allerdings in einer etwas verkürzten Version. Das heißt, ich lasse das Ganze etwas schnell ablaufen. Einfach, weil der Hintergrund, die Waffe hat dermaßen viel geklemmt und gezickt, dass es keinen Spaß macht, das Ganze anzusehen. Hier schießt übrigens gerade der Sigi, der dann den ganzen Schusstest hochladen wird. Also da könnt ihr euch dann das Ganze nochmal ansehen, wenn ihr wollt. Auch mit ein paar Nebenkommentaren, die ihr jetzt eben nicht hört hier. Und ja, wie gesagt, am Anfang haben wir die Walter-Munition benutzt. Dann die Özkosan ist bei Fabian besser gelaufen. Da ist mir übrigens kurz die Kamera abgekackt, weswegen ihr den Fabian nur ganz kurz gesehen habt. Und dann habe ich weitergeschossen. Ja, es ist eigentlich keine bessere in Sicht gekommen. Wir haben dann mal festgestellt, dass ein Magazin etwas besser gelaufen ist. Also wir sehen jetzt hier noch eins der schlechteren Magazine. Ja, man sieht schon jede Menge Zuführ- und Auswurfstörungen. Und jetzt kommen wir zu dem etwas besseren Magazin. Ja, das ist durchgelaufen. Das haben wir uns dann auch markiert. Es ist tatsächlich besser gelaufen. Allerdings war es noch immer nicht perfekt. Ja, also Mirko Schreckschuss-Channel hat ja auch ein Video hochgeladen, da benutzt er etwas andere Magazine. Die Waffe ist auch etwas besser gelaufen, aber vom Perfekt sind wir da auch noch kilometerweit weg. Das Video solltet ihr euch auch unbedingt ansehen. Wenn ich nicht vergesse, verlinke ich das unten in der Videobeschreibung. Bei ihm ist auch ein Stück weggebrochen hinten vom Rahmen, also alles nicht so positiv. Und wie gesagt, wir waren auch etwas angewidert von der Waffe und haben uns dann auch entschlossen, bei 180 Schuss, beziehungsweise bei, ist ein bisschen mehr, bei 200 Schuss das Ganze abzubrechen. Also nachdem das so eine Qual ist mit der, mit dieser Waffe, die eigentlich so nicht schlecht läuft, aber irgendwie produziert die so viele Klemmer, dass es absolut keinen Spaß macht, mit der Waffe weiterzuschießen. Zum Glück haben wir noch eine zweite M22 hier und die werden wir jetzt mal testen mit der Black Mamba Munition und zweimal Gecko. Fangen wir mit der Gecko an. Mann, oh Mann.
Kann das sein, dass die erst eingeschossen werden muss? Kann das sein, dass das eine Scheiße ist? Ja, kann, das kann durchaus sein. Also der Abzug. Das passt mit dem Abzug, dem Abzugsgestänge nicht so. Ich glaube, dass da. Dass da was. Meine jetzt einen harten Abzug. Jetzt kommt. Bitte? Harten Abzug oder was hast du jetzt? Ja, also du musst ihn wirklich ganz durchziehen und teilweise bekommst du ihn gar nicht so weit, dass er auslöst. Da musst du richtig durchreißen. Jetzt kommt die Black Mamba, ne? Ja. Aber das hilft dem Waffe, glaube ich, nicht. Ah, die ist härter geladen. So, ich ziehe jetzt den Abzug. Auseinandernehmen. So, die hat definitiv irgendein Timing-Problem mit dem Abzug. Mhm. Die geht wirklich aus dem letzten Zacken, löst erst aus. Und wenn du nicht hundertprozentig durchziehst. Ach ja, also sieh mal, wir haben jetzt den Schuss jetzt abgebrochen, aus zwei ganz einfachen Gründen. Erstens, man kann die Schuss, die gemacht worden sind, eigentlich gar nicht mitzählen, weil es so viele Klemmer und Ausfälle gibt. Wir haben jetzt ca. 200 Schuss, wir wissen es selber nicht ganz genau, weil eben wirklich extrem viele stark geklemmt haben. Und wir haben ja auch im Test die Waffe gewechselt, hat keine Besserung gemacht. Dann hätten wir sogar noch eine dritte gehabt, aber die hat dasselbe Verhalten gezeigt beim Abzug, nämlich dass man den ganz durchziehen muss, bis er löst. Also es gibt hier so einen ganz komischen Punkt, habe ich eh schon vorher mal erwähnt. Ja. Dann bricht er wirklich ganz hart, also sehr, sehr unangenehm. Und von daher sehen wir jetzt auch keinen Sinn, den Test fortzusetzen, weil zuerst dachten wir, es liegt am Magazin. War schon besser mit dem einen Magazin, aber auch nicht hundertprozentig. Und irgendwie, ja, macht das Ganze auch keinen Spaß und ist auch nicht der Sinn, hier bei so einem Test so eine Würgerei zu machen. Ja. Da muss ehrlich gesagt eindeutig nachgebessert werden, weil eigentlich ist die minimale Anforderung an den Schreckschuss, dass sie schießt. Und das war hier eigentlich, ja, es war halt mehr ein Repetieren als ein Schießen. Und man kann das auch nicht auf die Kartuschen, auf die Platzpatronen abwälzen, abregeln, weil wir haben sehr viele verschiedene Hersteller ausprobiert. Ja, wie gesagt, es ist eine Hänge- und eine Würgerei. Ich glaube, Fabian sieht es ähnlich. Ja, die ganze Technik ist unausgereift. Man hat das auch gesehen, dass Christian gezeigt hat, wenn man den Abzug durchzieht, dass der Unterbrecher sich vom Hammer, von der Einrastung löst, aber der Hammer gar nicht nach vorne schlägt. Und das ist einfach eine Sache, die konstruktionsbedingt, da ist irgendwas faul, das ist so nicht richtig. Und da müsste es Cionic oder Kionic oder wie der türkische Hersteller heißt, auf jeden Fall nachbessern. Ja. Also ich habe jetzt nochmal nachgesehen, sie sind doch alle aus einem Patch, also vielleicht gibt es Chargen, die besser laufen, aber wie gesagt, ich habe hier jetzt bei diesen drei Waffen überhaupt kein Glück gehabt. Ja. Und ja, man kann halt nur das beurteilen, was da ist, und das, was ich hier habe, ist wirklich ziemlich mies. Fernschrott. Schlimm. Ja, schlimm. Und vor allen Dingen ist das auch der Beweis, wir haben drei M22 hier liegen aus der neuen Serie. Und ich würde sagen, die alten, die wir mal getestet haben, die ersten, die rauskamen, ja, 2013, hatten auch ihre Probleme, aber nicht solche Klemmer. So schlimm war das nicht. Ja. Da war nur der Schlagbolzen. Abgesehen vom Schlagbolzen war die Grundkonstruktion in Ordnung, das Abzugsverhalten war völlig in Ordnung. Ja. Und bei der scheint ja das alles nicht so zu sein, wie es eigentlich soll. Das Zusammenspiel dürfte wohl nicht ganz stimmen. Genau. Ja. Das ist traurig, aber wahr. Ja, schade drum eigentlich, weil ja. An und für sich wäre es gar keine so uninteressante Waffe gewesen, weil es ja doch relativ nah an der Glock ist, was sehr viele Leute haben wollen. Ja. Ja. Und trotzdem zu einem gewissen Grad eigenständig, weil da kommt ja jetzt irgendwann auch die Lizenz ins Spiel, weil die hat ja Umrex inne. Und da wird es wohl auch in Zukunft ein bisschen schwieriger für die 917, was ich jetzt gehört habe. Ja. Von daher wäre das sicher eine interessante Alternative gewesen. Aber Entschuldigung, darf ich dich eben unterbrechen? Ja. Was heißt genau schwieriger für die 917?
Ja, also laut dem österreichischen Importeur werden die zurzeit nicht geliefert, eben weil es da lizenzrechtliche Probleme gibt, weil sie doch eben sehr, sehr nahe an der Glock ist. Ja. Achso, Glock hat da rein theoretisch einen Strich vor der Rechnung. Ja, also er hat nicht richtig, hat das nicht richtig so gesagt, aber im Moment bekommt er wohl keine. Ob sich das wieder ändert, weiß man nicht. Der Grund ist auf jeden Fall da. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, aber das war also die Infos, die ich bekommen habe. Ja. Das tut jetzt aber auch nichts so richtig zur Sache bei der ISSC. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Ich denke auch, die Leute können fast nicht zufrieden sein damit. Also da wird es doch einige Reklamationen geben, würde ich mal sagen. Es gibt sehr viele, die das Ding sich in die Vitrine stellen und sagen, ja, das sieht geil aus. Ja, das ist genauer richtig, hinguckt. Aber es gibt trotzdem viele Leute, die das dann doch auch irgendwann mal schießen und doch, hoffe ich doch mal, zurückbringen zum Waffenhändler und sagen, so nicht. Ich wäre auch einer von denen. Ich wäre auch einer von denen. Vor allen Dingen, wenn man Silvester dann, werden ja viele... Ja. Das ist halt wirklich die größte Scheiße. Also wenn du... Silvester, du freust dich drauf, du kannst das Teil endlich schießen. und dann stehst du da im Dunkeln und haderst mit deinen Kartuschen rum. Ja? Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Es kann ja wahrscheinlich auch noch Unfälle dadurch passieren. Ne? Ja, das soweit will ich jetzt nicht gehen. Es gibt es gibt Leute, die sind unerfahren damit. Ne? Ich habe mir den Finger verbrannt zum Beispiel. Das hat ein bisschen Mitleid hier. Vom Hammer gebissen. Ja, also ich würde das jetzt verbrannt. Nicht als gefährlich beurteilen. Nein, gefährlich nicht. Ja. Aber unausgereift. Wenn so eine Waffe aber nicht richtig funktioniert und es gibt Leute... Ja, das ist das richtige Wort. Die Waffe ist einfach unausgereift. Die ist einfach zu früh auf den Markt geschmissen worden. Ja, und haben sicher gleiches Stückzahl produzieren lassen, bin ich mir ziemlich sicher, weil ja doch die alte ist schon länger ausgelaufen. Ja. Also sie werden da geschaut haben, dass der Anschluss wieder kommt. Und die Leute haben ja auch schon ein bisschen drauf gewartet. Aber ich glaube, das war eben... noch der falsche Weg. Sie hätten noch mal eine Testrunde schmeißen sollen. Vielleicht ist die SIG P320 ja deswegen noch nicht draußen. Weil das ist meine Vermutung. Ja. Weil eben, ja, wenn da SIG Sauer draufsteht, das ist doch noch mal ein bisschen eine andere Hausnummer wie ISSC. Ja. Und wenn die Waffe eben auch nicht so besonders ist, dann wird sich wohl SIG das auch noch mal überlegen, ob sie das so auf den Markt schmeißt. Weil es ist ja in der Türkei schon erhältlich, die Sionic P320, und bei uns eben noch nicht. Von daher würde ich das schon als relativ, ja, gar nicht mal so unwahrscheinlich achten. Auf jeden Fall ist das sehr enttäuschend. Ja. Sehr enttäuschend, ja. So, jetzt haben wir aber auch genug rumgelabert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo und einen Daumen hoch da lasst und sage tschüss, bis bald. Bis bald, ciao. Ciao.